Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir haben in der letzten Folge mit Jasper Dalvarik gesprochen und wollen jetzt eine gute Pfeife. Wollen? Ja, genau, eine gute Pfeife teilen wir aber, oder? Ja, und jetzt wollen wir rausfinden, warum sein Freund Hiero dem Wahnsinn verfallen ist. Aber erst wollen wir uns das Lager der Apothekari noch einmal anschauen. Vielleicht gibt es dort etwas Schönes. Kommen ihr frohen Sicher, kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen und wir fangen... Wow! Nicht jetzt schon! Wir fangen noch gerade an! Hey, du Hund! Lass das! Wir haben den mächtigen Zauber mit uns. Wow! Felsen! Da, lass dich von den... Oh nein, ein Hirsch! Eine Ziege. Ja, das ging ja schnell. Wir halten wohl nicht sehr viel aus, was? Okay, das müssen wir noch üben, das machen wir noch mal. Jetzt wissen wir aber, dass da ein Hund ist. Das ist ja jetzt ein Hund. Das wird doch wieder dieser... dieser Pirscher gewesen sein. Ja, wir brauchen unseren... Das würde ich auch gern können. Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Paters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen und den Hirten bauen. Ja, ich muss sagen, das ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Auch mit der Übersetzung oder gerade mit der Übersetzung. Dieser Küstenpirscher hält aber eine Menge aus. Wir nicht. Das kann doch nicht sein, dass der uns einmal beißt und dann war es das. Das ist doch nur ein... Naja, also, wenn ich mir überlege, wenn mich ein Küstenpirscher so beißen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel machen können. Wo ist er denn? Den Kürbis nehmen wir mit. Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Für des Paters Segen, dreimal für die Arme. Da ist er. Denen die Moneten fehlen. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Irgendwas machen wir doch falsch, oder? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht jetzt. Also ich erinnere mich in Skyrim. Da waren Wölfe. Pff. Da. Das war gar kein Problem. Ja, okay, am Anfang muss ich gestehen, doch. Am Anfang haben wir uns auch sehr schwer damit getan. Vielleicht versuchen wir einfach mal unsere Magie auf beide Hände zu legen. Ja, aber nochmal, jetzt wissen wir ja, dass da einer ist. Wir können ja auch von hier oben wahrscheinlich den erwischen. Jasper hat ein Problemchen hier. War das unser Punkt jetzt, ja? 30 Erfahrungspunkte, ja gut. Dennoch haben wir hier... Oh, wir haben kaum noch Mana. Was ist... Das ist ja gar kein Baum hier, oder? Doch, das ist... Das ist ein Baum mit einer seltsamen Wurzel. Ist der tot schon? Das wäre zu einfach, jetzt den von hier zu erwischen, oder? Der ist schon tot. Der blutet doch. Gut, dann ist er tot. Eine Ziege haben wir. Super, wir haben eine Ziege erlegt. Ja, dann ist hier... Ach, dann war das... Aha. Ja, okay. Dann war das also gerade der Küstenpirscher... Steine? Oh, Steine. Da ist noch eine Ziege. Oh. Was ist das? Lesen. Achtung.
Grenze des behüteten Landes. Hinter diesem Bergpass kann kein Schutz vor Weglosen gewährt werden. Reisende sollten sich vor Steinschlägen und Überfällen in Acht nehmen. Na gut, das lassen wir da. Den Eisendolch könnten wir nehmen, aber wir werden ja gleich im Lager dort... Oh, ein Schmetterling! Den haben wir gefangen. Überall ruckelt's hier. Steine fallen hier. Die Ziege kommt mit. Wir schicken die Ziege vor. Das ist gut. Ein Adler schwebt. Oh, wie schön. Den wollen wir eigentlich abschießen für die Federn, aber dann auch wieder nicht, weil es so schön ist. Mana-Pilz. Ja, bekommen wir denn da jetzt keinen Punkt für? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo dieses Lager der Apothekari war. Naja, wir gehen mal hier lang. Oh nein. Ich habe an alles gedacht. Eine Libelle, sie schubst uns sogar. Ah, naja. Da ist sie. Oh, wir können gut Libellenflügel haben wir jetzt dazu bekommen. Was ist das? Spinnen. Och, nö. Der hält so viel aus. Warum halten die hier alle so viel aus? Wir dürfen uns mit niemandem anlegen erstmal. Wir müssen erstmal ein wenig aufleveln. Das ist, glaube ich, ja, wenn man so aus einer anderen Geschichte kommt, in der man sehr hochgelevelt ist schon, hochgeskillt, da wird man leicht übermütig hier. Es tut mir leid, wir lernen ja noch. Trotzdem versuchen wir jetzt wieder. Da rennt er schon los. Der ist aber nicht hinter uns, ja. Genau. Ach, wir brauchen keine Magie. Ja, das haben wir aber gut hinbekommen diesmal. Das ist ja gar nicht so schwer. Auch 30 Erfahrungspunkte. Egal, was man tut. Okay. Och, war doch gut gesungen. Hat er doch gut gemacht. Ja, wie kommen wir zu dem Lager? Einfach hier runter? Nein. An der Spinne wieder vorbei? Das war gar keine Spinne, die hieß irgendwie anders. Oh nein, die Steine, Vorsicht! Boah, natürlich. Moment, wo haben wir unseren... Ach so, denn die Magie hatten wir doch hier schon drauf. Hilfsmittel? Ach, da haben wir nur Meditation drauf, auf 5. Das ist nicht richtig. Auf 5 müssen wir unsere Heilkräfte drauf haben. Erholung heißt das. Ja. Nein, das ist doch nicht richtig gewesen, Erholung. Ach, Erdung ist das. Oh, richtig lesen sollte man schon. Wohltat heißt der Rang. Ja, und das können wir jetzt auf unsere 5 legen. Oh, Arkanistenfieber, ich vergaß. Ja, da brauchen wir doch irgendetwas anderes. Ich bin überrascht über ihren kräftigen Körperbau. Hatten wir den Schmetterling nicht gerade gefangen? Ja, der Spinne gehen wir lieber aus dem Weg diesmal. So ein Adler würde ich mir noch zutrauen, den abzuschießen, aber die Spinne. Wir schießen mit einem Pfeil drauf, das stört sie gar nicht. Nichts ist passiert. Aber gut, ich mag Spinnen. Ah,
Obwohl sie... Ach, da sind jetzt zwei. Ja, nö. Das machen wir nicht. Wo sind die Flusskrebse? Wir haben gelevelt, indem wir Flusskrebse stundenlang abgemurkst haben. Irgendein Feind ist hier. Ja, wir warten brav, bis er hier ist. Dann springen wir ins Wasser gleich. Und wir sind auch in Skyrim, aber das ist ja anders als Skyrim. Das ganze Level-System wurde ja anders gemacht. Man levelt jetzt, glaube ich, nicht mehr dadurch aus, dass man es benutzt, so Learning by Doing, sondern man levelt jetzt nur noch über Skill-Bücher auf, wie ich gelesen habe. Was ja auch gar nicht so uninteressant ist. Ja, aber die muss man erstmal finden. Dafür muss man sich hier viel bewegen. So, die Spinnen sind wieder umgangen. Ich sag mal Spinnen dazu. Ich lerne noch, wie die heißen, richtig? Das Kamintäubling. Nur ja, das sind ja auch Wörter, Worte, die... Oh nein, zwei Stück gleich. Da rennen wir aber lieber schnell. Ach, wir sind ja nicht so schnell hier, oder? Auch bestimmt ein bisschen schnell sind wir doch bestimmt auch. Hier ist überall Blut. Hier könnte man überall so schön... Ja, klar. Immer uns hinterher ruhig. Was ist hier? Wir können nicht weiter. Ja, die können aber nicht über Felsen hüpfen, so wie wir. Das ist der Trick. Oh, doch. Ja, komm. Der hält was aus. Der hält was... Oh. Der springt ja wohl nicht hier runter, oder? Euer Arkanistenfieber hat sich verschlimmert. Dies wirkt sich negativ auf eure Charakterwerte aus. Oh mein Gott. Schaffen wir denn überhaupt noch irgendetwas hier in dieser Folge? Hey, der springt doch hier runter. Moment, Moment, Moment. Wenn wir doch nur zur Stadt kämen. Kommen würden. Hier ist ein Eingang. Das ist schon mal gut. Altes Dreiflusslager. Naja, wie dem auch sei. Zumindest sind wir hier schon mal in Sicherheit. Ich glaube nicht, dass die Küstenpirscher Türen öffnen können, also. Oh, eine Ratte. Ist es so eine Grubenratte, wie wir sie schon mal hatten? Die war nicht so schwer zu töten, oder? Aber da ist einer mit... Da ist einer mit... Da, das ist nicht... Hier geht's ja... Hier, überall hier, also... Hoffentlich ist der Hund draußen weg. Der Küstenpirscher. Der Küstenpirscher. Nicht der wilde. Na, die sind noch in der Nähe. Ach, der ist mit rausgekommen. Oh nein. Hier ist ein Troll. Hier ist ja überall was los. Oh nein, wir sind schneller. Ein Troll? Hau den Küstenpirscher. Oh, noch mehr Küstenpirscher. Haha. Ja, das ist mal was. Oh, er hat uns. Gleich hat er uns. Wir können hier raufspringen. Das kann er aber nicht. Die können doch nicht so hoch springen. Trolle übrigens auch nicht, da bin ich mir ganz sicher. Wow. Na, wenn wir keine Zauberkraft hätten, dann wären wir aber auch schon verloren. Was ist jetzt schon wieder los? Kuss! Okay, wir machen irgendwas... Wir machen irgendetwas prinzipiell falsch hier, habe ich so den Eindruck. Okay, ich muss zugeben, in Skyrim, das war schon nicht einfach. Wir sind sehr oft gestorben. Ja, ja, aber... Ach so, hier war ein Autospeicherpunkt. Joa, klar, der Troll. Nein, warum auf uns? Hier ist da ein Küstenpirscher für dich. Leg dich... Die gehen nur auf uns. Ich habe das Gefühl, das kümmert die gar nicht. Die anderen Kreaturen hier sind denen vollkommen egal. Aber hier hoch zu springen war doch schon mal eine gar nicht so falsche Idee. Nur, das mit dem Pfeil war nicht witzig. Ja. Da, ich hab's gesagt, der steckt sogar noch. Also 14 Minuten jetzt und wir haben nichts, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Dabei haben wir ganz genau gewusst, das könnte so schnell gehen. Okay, wir müssen woanders hin. Wir können auch nicht schneller rennen, das ist alles hier. Wir können schleichen höchstens, aber das verlangsamt uns dann allenfalls noch. Springen wir hier mal ins Wasser, Küstenpirscher können nicht schwimmen. Und von daher... Da sind wir im Wasser schon mal sicher. Es gibt keine Unterwasserkreaturen, hoffe ich.
Was für Geräusche? Ein Küstenpirscher da. Oh, die können ja doch schwimmen. Die können schwimmen. Oh nein. Oh, und irgendwer fällt schon wieder auf uns. Ja, aber der trifft nicht sehr gut. Der ist so wie es... Oh, eine Schlammkrabbe. Oh, da müssen wir gleich nochmal hierher kommen. Oh, ein Toter. Wie interessant. Ansprechen, Händlerin. Aha. Ja, aber nicht jetzt. Wir müssen erstmal hier irgendwie... Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das Lager war. War da nicht so eine Filmsequenz und dann war Ende irgendwie? Irgendein Dorf ist hier. Wir wollten eigentlich nicht ins Dorf, aber jetzt zwingen uns die Kreaturen hier doch ins Dorf. Nicht beißen. Nicht. Naja, ich würde mich jetzt wehren, aber das bringt eh nichts. Wir schlagen einmal zu, da können wir auch mit einem Zahnstocher pieksen. Ich glaube, da... Oh, ein Fuchs. Können wir den streicheln? Oh, nein. Oh, böser Fuchs. Böse. Halt, lass uns. Wir haben dir doch... Wir wollten dich nur... Der mag nicht gestreichelt werden. Ah, schön. Fallschaden gibt's auch. Okay, hier sind wir doch erstmal in Sicherheit. Irgendwas sieht uns hier immer noch. Ist irgendwas... Der Fuchs? Der Fuchs? Wir werden doch wohl ein Fuchs? Das gibt's doch nicht. So einen kleinen Fuchs? Ja. Ja, ja. Treffen wäre nicht schlecht. Nein! Nein! Weg hier. Weg, 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 weg. Wir haben hier unsere Zauberkraft. Weil da müssen wir unser gesamtes Mana wieder aufbrauchen jetzt. Und das reicht erstmal. Hier wird uns ja niemand mehr finden. Außer der Fuchs. So ein Fuchs. Was, gut, dass wir die Tauben am Anfang getötet haben. Wer weiß, was die mit uns gemacht hätten. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, da drüben ist richtig. Wir sind auf der falschen Seite. Ich möchte nicht so durcheinander hier umherlaufen. Dann findet man sich nachher gar nicht mehr zurecht. Und nochmal, dieses mit dem Tarnen, das Skillsystem wurde total komplett überarbeitet und verbessert und das Tarnen bringt jetzt keine Punkte mehr. Oder? Werden wir gleich sehen. Das sich verstecken, das Schleichen. Versteckt, ja gut, und wir haben keine Punkte bekommen. Aber die Musik ist wieder friedlich. Wo haben wir denn die Flammen? Haben wir die Flammen nicht auf 3 gelegt? Erdung. Ah, das war's nicht. Meditation. Okay, Flammen. Das müssen wir noch auf 3 legen. Ach so, 3. So, wenn jetzt wer was will, dann machen wir das hier. Zup. Dass die aber auch überhaupt gar keinen Respekt vor uns haben. Wir sind doch eigentlich die... Wir sind doch welche der wenigen... Und wie wir aussehen da, als ob wir eine Perücke auf hätten, so ein bisschen. Ja, ist doch nett, wie wir aussehen. Ich finde, wir haben uns gut hingekriegt, so. Naja, gut. Wollen wir mal weitersehen? Ich glaube, wir müssen hier wieder rüberschwimmen. Was? Ach so, Räuber. Die können aber nicht schwimmen, oder? Na, tauchen so schön können sie nicht. Wir werden erstmal ein paar Schlammkrabben am Fluss jetzt. Eine Taube. Vielleicht gibt das Punkte, wenn wir die erwischen. Was, ein Pfeil? Die kann unter Wasser laufen? Was sind das? Zaubertauben. Wir nehmen den Pfeil mit. Nein, 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 nein. Wir brauchen nur einmal übrigens getroffen zu werden, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das reicht schon. Och joa, hier sind wir ganz genau richtig wieder. Nein, nein. Ach, wir sind doch nicht... Wir wollen doch hier die Gegend genießen. Wie schön das hier aussieht. Oh, guck nur, ein Fluss und das Wasser und die saftigen Wiesen. Ja,
Es hilft alles nichts. Wir brauchen Schlammkrabben. Wir müssen. Das sind noch Gegner, mit denen können wir es aufnehmen im Moment. Wir müssen erstmal ein bisschen stärker werden. Denn so ist es jetzt im Moment ein bisschen. Es ist ein bisschen riskant hier, was wir alles machen. Und ich glaube, selbst Schlangenkrabben, das Häschen da, das könnten wir, vielleicht könnten wir das noch schaffen. Ja, das holt gleich ihre Kumpels, die Küstenpirscher. Springen wir mal hier drauf. Wir müssen uns erstmal irgendwie, wir regenerieren uns auch so gut wie gar nicht. Oh, die verlieren aber schon Energie, aber wir haben zu wenig Mana dafür, um das jetzt noch öfter machen zu können. Doch, ist das da drüben? Ist das nicht dieser Nieren, dieser Lebensbaum, der uns Energie schenkt sofort? Dafür ein bisschen Arkanistenfieber gibt? Ich meine, dieses da. Ha! Gut aufgepasst! Wir haben das Boot angezündet. Das ist ein Boot, das gehört ins Wasser und nicht ins Feuer. Och, ich habe mir fest vorgenommen, heute so viel hier zu erkunden und... Na gut, wir brauchen... Moment, ich habe 5. Ach so, wir haben keinen Mana. Na gut. Wie wäre es mit... Genau damit? Die lauern auf uns, die sind gar nicht so dumm. Die denken, wir sehen die nicht mehr. Aber wir sehen die ganz genau. Wenigstens treffen wir hiermit. Aber sehe ich das richtig? Die Energie regeneriert sich von denen. Genau in den Kopf. Das überlebt kein Küstenpirscher, überlebt das normalerweise. Ist ein besonderer, vielleicht mit Kopfschutz. Wo sind die anderen? 30 Erfahrungspunkte nur, das ist doch schon mal was. So werden wir, ruckzuck werden wir hier die großen Helden sein. Wenn es so schnell weitergeht. Okay. Die Musik ist immer noch nicht vertrauenserweckend. Was passiert eigentlich, wenn wir überladen sind? Oh nein, der Saft der Pflanze ist aufgebraucht. Sowas geht auch. Hase, Hase. Alter Eisenpfeil, 2 Stück wenigstens. Aha. Moment. Oh nein, er kommt schon. Halt, renn. Ich will immer rennen und das ist die andere Taste hier. Das ist die zum langsam gehen. Genau, falsch herum. Ja, genau. Stell dich da wieder hin wie dein Kumpel vorhin. Ach, nachladen brauchen wir gar nicht. Okay. Einer ist doch nach dein abgehauen. Eine Schlammkrabbe. Krabbe wäre nicht schlecht. Überall Gefahren hier, dabei sieht das gar nicht danach aus. Ja, was würde sie denn im Commonwealth machen hier, unsere Anastasia Lucretia? Da ist jetzt keiner mehr. Oh, wir können hier irgendwas... Achso, das war der tote Küstenpirscher. Schon gut. Aha, Fisch. Lachs, tatsächlich. Vielleicht können die nicht ins Boot rein. Der ist doch jetzt weg. Ja, wie war die Idee mit den Schlammkrabben? Die fand ich... Es wird auch Nacht irgendwann, oder? Die fand ich gar nicht so schlecht. Aber da hinten war auch eine Höhle. Da müssen wir unbedingt mal gucken. Denn da leuchtet irgendetwas. Ja, das ist schön, dass die Waffen wegsteckt und dann sieht man die hinten. Das ist aber schön gemacht. Eine geheimnisvolle Höhle, was da wohl drin ist. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Oh nein, wir sind schon reingegangen. Hm. Naja, wir wollten sowieso wissen, was drin ist. Also am Anfang waren doch nur diese komischen Grubenratten da. Da war das jetzt nicht so schwierig, finde ich. Naja, was heißt schwierig? Wahrscheinlich machen wir das falsch. Das wird sein.
Ein Troll. Ein böser Troll. Gehen wir halt wieder raus, obwohl vorhin dieses Skelett konnte ja auch aus der Höhle raus. Ach, alles magisch. Ja, die haben ja gesagt, dass hier jetzt viel passiert ist durch diese Vorkommnisse. Ja, ja, viel passiert hier. Also müssen wir raus und sofort wieder ins Wasser rennen. Zum Glück gibt es hier Wasser. Oh Mann, ohne Wasser wären wir wahrscheinlich immer noch oben bei Jasper. Jasper Dalvarek. Oh, hat sich das etwa aufgehangen hier alles? Oh, Glücksspiel gibt es. Wenn ihr beim Glücksspiel Geld an euren Gegner verliert, so wird dieser... Naja, das war klar. Ja, ich höre ihn schon knurren hinter uns. Ja, da war er. Kann der was werfen? Wie eine Todesklaue? Also hier gehen wir wieder hin. Hier war es einigermaßen sicher auf diesem Fels hier. Wenn wir den erwischen, wenn wir den erwischen könnten, der wird bestimmt richtig viele Punkte geben. Oh ja. Oh ja, wir müssen etwas über ihm zielen, wegen der Aerodynamik hier, wegen dem Gewicht und genau. Ja, aber der regeneriert sich ja sofort. Das hat, bis wir nachgeladen haben, der hätte den Schaden sofort wieder drauf, das hat gar keinen Sinn. Können wir soweit? Ach, wir bräuchten diese Feuerbälle, gibt es ja noch. Die kommen weit. Vielleicht im Feuer geht Wasser aus, oder? Vielleicht können wir hier vorne irgendwo drauf springen und den dann erwischen. Mit Feuer. Ich glaube, Höhlentrolle, die können auch kein Feuer ab. Das mögen die überhaupt nicht. Dann brennt ihr, fängt ihr Fell an zu brennen und dann fangen sie an zu schwitzen. Und dann geht es wieder aus. Nein, dann fangen sie an zu müffeln und dann werden sie wie betäubt von ihrem eigenen Gestank. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Wir müssen irgendwo ans Trockene. Hier im Feuer und im Wasser funktioniert unser Feuer nicht. Da, er hat keinen Schaden genommen. Wir haben ihn noch nicht getroffen. Okay, das kann was. Ja, aber der regeneriert sich wieder. Ich weiß nicht, ob wenn unser Mana aufgeladen ist, ob wir ihn dann erwischen. Mana-Trank. Regeneriert 8 Mana für 5 Sekunden. Nur dann nehmen wir doch gleich 2, oder? Wie viel sind denn 8 Mana? Ja, das ist schon... Ja, ja, das ist was. Wow. Dann nehmen wir den anderen vielleicht auch noch, oder sollen wir uns den aufbewahren? Oh, Ambrosia sehe ich gerade. Das verringert unser Arkanistenfieber um 20%. Das ist doch gut. Um 24% sogar ist es jetzt gesunken, unser Arkanistenfieber. Was war hier mit dem Troll? Wir brauchen noch mehr. Wir hatten doch noch Pilze eingesammelt, so viele. Mana-Pilz. Regeneriert 25 Punkte. Achso, Mana regeneriert 25 Punkte schneller für 480 Sekunden. Naja, das brauchen wir nicht. Ha! Unser Arkanistenfieber. Es hat sich gebessert, endlich. Und jetzt sind wir nicht mehr so anfällig für alle Kreaturen hier. Naja, der Troll bleibt ja wohl erstmal dort stehen und bewegt sich nicht. Das ist ja schon mal etwas. Dann trinken wir den anderen auch noch, dann zack. So, und jetzt geht's ihm an den Kragen. Der hat nur ein Auge. Oder sind das drei? Oh, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Da geht unser ganzes Mana flöten. Und er lädt sich sofort wieder auf. Da war's das.
In den Kopf am besten. Ja, wie sollen wir das denn schaffen? Das ist ja ein Hammer. 25 Pfeile haben wir. Das geht gar nicht. Der ist so, wenn wir nachgeladen haben, dann ist der schon wieder wohlauf. Zum Glück steht er da noch. Ja, aber selbst das, das... Vielleicht hat er eine Schwachstelle irgendwo. Das geht doch gar nicht. Na, okay, so schon mal gar nicht. Ach komm, wenn er nur da steht. Ja, das klappt so nicht. Das war mir klar, dass das jetzt nicht funktioniert. Na, wo kommen wir jetzt wieder? Uah, ich höre es schon wieder krabbeln hinter uns. Ach so, das ist der Höhlentroll. Ja, der wird Punkte, der wird bestimmt 5000 Punkte geben. Da können wir sofort aufleveln. Können wir sofort uns einen Skill nehmen. Gesundheit hier, damit wir nicht so oft sterben zum Beispiel. Oder wir bis jetzt, oder wir schleichen einfach vorbei. Haben wir denn keine besseren? Wir haben doch einen, ja, wir haben einen Plan gefunden, wie wir einen Langbogen bauen können, aber... Wenn wir den erwischen, das gibt Punkte. Schlammkrabben erstmal, Schlammkrabben. Ich sehe keine. Eine haben wir gesehen auf der Flucht vorhin. Nun, ja, also wir werden diesen Höhlentroll wahrscheinlich in der nächsten Folge bezwingen. Ich glaube, diese Folge, in der werden wir es wohl kaum noch schaffen. Oder? Ein Schuss genau ins Auge, dann sieht er nichts mehr. Irgendwie, das bringt gar nichts. Mit diesen Pfeilen, das bringt gar nichts. Ich frage mich, das sind bestimmt... So, das sind diese Pfeile mit den Gummi vorne dran. Diese Gummisaugnäpfe. Das ist das wahrscheinlich. Nee, das bringt nichts. Ja, liebe Welt, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, hier noch weiterzumachen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen und ich muss sagen... Ich bin angenehm überrascht, dass Enderal auch hier bei euch als Zuseher so gut ankommt. Die erste Folge hat gleich so viele Likes bekommen, wie auch die letzten Fallout-Folgen. Das zeigt mir, dass zum Glück, dass das gut ankommt. Experiment geglückt. Ich war mir nicht ganz sicher. Es war ein bisschen risikoreich, die Folgen jetzt hochzuladen. Aber... Ja, wie ich aus euren Reaktionen sehe, mögt ihr die schon und danke dafür auch. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Oh.